Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im TSW 2. Wir fahren heute mit der Baureihe 187 in einem Szenario auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Das Szenario ist von, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, der Gamer 8 oder 6 oder 7. Ich glaube, es ist die 8. Download-Link zu dem Szenario ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wir sind heute als Lokzug unterwegs und fahren in dieser Railpool-Lackierung. Dazu allerdings gleich mehr. Also, was haben wir hier im Bahnhof rumstehen? Können wir uns direkt auch mal angucken. 4,25 unterwegs. Das sind wir. Stehen hier gerade in Bochum übrigens. 146. ICE 3. Und was ist auf der anderen Seite des Zuges? Da ist eine 182 von MRCE. Und hinter dem ICE ist auch noch eine S-Bahn, die sich da versteckt hat. Also schön voll hier. Dann gehen wir mal direkt rein. Also, wir stehen auf. Federspeicherbremse ist schon gelöst. Dann ist hoffentlich die Lokbremse. So. Dann aktivieren wir noch den Führerstand. Das passt alles soweit. Die Lichtkonfiguration auch bitte auf Auto. Dann gehen wir einmal ganz kurz in den Maschinenraum rein. Schalten uns die PZB ein, die LZB, auch wenn wir sie hier nicht brauchen. ETCS ist nicht verbaut. Die SIFA machen wir an. Natürlich ist auf der 187 der Soundmod mit drin. Alles andere wäre ja eine Qual. So, das passt alles soweit. Dann gehen wir mal einmal hier in das MFD. Spitzensignale stellen wir uns ein, nämlich hier bei Führerstand 2. So. Und dann noch einmal bitte Signalleuchten auf reduziert. Ja, wir haben nur zwei Lichter an. Wo haben wir nur zwei Lichter an? Da, Spitzensignale. Jawohl. Können wir sonst noch was machen? Hell. Nee, lassen wir auf. Reduziert haben wir hinten. Nee. Wir haben hinten noch keinen Zugschluss. Gucken wir, ob wir das noch einstellen können. So. Jawohl. Haben wir. So, zurück ins Hauptmenü. Bremsstellung lassen wir so. Stromabnehmer Auto. Ja, der hintere ist oben. Das ist, denke ich, okay. Und Zugart. Da wir ein Lokzug sind, gehen wir in die obere Zugart. Hat sich das umgestellt? Nein, aber ich glaube, dafür müssen wir einmal noch mal kurz die PZB aus- und wieder anknipsen. Genau, jetzt passt das soweit. Dann, wir haben schon Signal. AFB lassen wir aus. Dann Bremse lösen, direkte Bremse lösen und Leistung aufschalten. Good job. Vielleicht sollte man auch darauf achten, die Fahrtrichtung auszuwählen. So. Ich habe mich gewundert, warum wir keine Leistung aufschalten können. Da.
So, wir dürfen schneller fahren, also befreien wir uns. Beeinflussung. Und dürfen 120, glaube ich, fahren. Vmax ist 140. Sie fahren. Geben wir mal Vollstoff, mal gucken, wie die beschleunigt. Eieiei. Es ist ja wie in einem Sportwagen. Das Reband gibt es auch zum Download im Railsim Forum. Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Okay, dann gehen wir hoch auf die 140. Ich sehe nichts mehr. Hallo. Und der Kollege im Intercity. Ach, diese Überbeleuchtung, das ist so uncool, wenn praktisch von hinten durch den Führerstand hindurch die Sonne scheint und hier drauf reflektiert wird. Ja, reine Fahrzeit an sich so grob 20 Minuten, sofern wir das ohne Zwangsbremsung schaffen, was gar nicht mal so wahrscheinlich ist. Ja, das Reband ist echt schön. Hallo, Kollege. Okay. Das war ein interessanter Twindex, offensichtlich. Wusste gar nicht, dass wir den schon im Spiel haben. So, Ankündigung auf 140, das passt. Wir bleiben weiter nur bei der
Siefer, die wir bedienen, und gelegentlich den Fahr- und Bremshebel. Und da kommt uns schon ein Talent 2 entgegen, während wir gerade an Krai Süd vorbeifahren. Ah, hier ist ordentlich was los, also Hut ab, KI-Verkehr ist der Wahnsinn. Passt doch ganz gut eigentlich zur Strecke. Hier ist immer viel los, auch wenn hier keine Talent 2 Züge fahren. Dafür aber ziemlich viele Flirt 3er. Die braucht es noch im Spiel. Definitiv. Flirt 3 wäre cool. Wer weiß, vielleicht kommen die ja noch irgendwann. Und schon der nächste. Wahnsinn. Also ganz, ganz großes Kino, das Szenario. Hier ist so viel los, so viel verbaut. Da merkt man, so schlecht ist der Szenario-Planner vom TSW auch nicht. Zumindest wenn es Leute gibt, die damit umgehen können. So, jetzt gehen wir schon mal langsam in die Bremsung rein, denn da kommt die Ankündigung auf 100. Am nächsten Hauptsignal gelten nämlich 100. Das sagt mir nämlich meine Streckenkenntnis und auch das ein oder andere Vorsignal hier. Nehmen wir mal nur die E-Bremse. Und ich glaube, wir werden gleich über Gleis 1 geleitet. Heißt also, da werden wir über eine Weiche fahren, über die man eigentlich nur, glaube ich, mit 60 fahren sollte. Deshalb gehe ich jetzt mal runter auf 60. Ich weiß, wir dürften signaltechnisch auf jetzt 100 fahren, aber ich meine, dass ich hier gibt es immer diese eine Weiche, die man eigentlich nur mit 60, vielleicht sogar nur mit 40 überfahren darf. Genau, hier geht es nämlich jetzt rechts lang. Und jetzt links. Und jetzt wieder in das gleiche Gleis rein, in das wir eigentlich gerade waren. Also wir haben jetzt, schön. Wir haben jetzt im Grunde genommen zwei unnötige Weichen geschrubbt. Was haben wir da? Einen Eurocity, eine S-Bahn, ein ICE, der gerade einfährt. Hier ist so viel los. Wahnsinn. Also richtig, richtig gut gemacht hier. Das sieht aus wie Essen Hauptbahnhof. Echt? Muss man mal so sagen. Gucken wir uns mal ganz kurz noch um. Also der Eurocity fährt geradeaus, hier noch eine S-Bahn, da noch ein Dosto. Also echt nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt können wir, glaube ich, oder hinter der Weiche auf 100 hochgehen. Okay, Weichenbereich ist verlassen. Dann ab hier. Können auch direkt beschleunigen. Wir sind ja nur eine Lok. Und der nächste ICE und 160 direkt auch. Also echt, muss ich sagen, richtig, richtig gut gemacht, das Szenario. Oh, wir sind zu schnell. Bayern Essen West, auch mit zwei S-Bahnen. Das könnte die S1 sein. Hier in Doppeltraktion, auch in Doppeltraktion, vermutlich auch die S1. Die S9 fährt nämlich nicht in Doppeltraktion. Die S3 auch nicht. Nein. Und der nächste Intercity. Eieieiei. Noch eine S-Bahn vorbei an Essen-Frohnhausen.
Oh, wir sind ein bisschen langsam geworden. Gehen wir wieder hoch auf die 140. Ob hier in Realität ein Fußballplatz ist, wage ich zu bezweifeln. Und schon der nächste. Eieieiei. Man hätte eigentlich mal zählen müssen, wie viele KI-Züge hier verbaut sind. Das ist ja heftig. Da ist die Ankündigung auf 130. Also gehen wir runter. Nehmen ganz leicht die E-Bremse, den Rest macht die Schwerkraft. Der nächste Teil in 2. Wir haben freie Fahrt. Ich meine, hier wird momentan noch ausgebaut. So dass hier noch mindestens ein weiteres Gleis mit hinzukommt. Oder auf der Seite wird, glaube ich, noch ausgebaut, damit noch ein Gleis hinzukommt. Im Zuge der infrastrukturellen Verbesserungen, die Zwangsbremsung. 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 Okay. Ich weiß jetzt nicht genau wofür. Keine Ahnung. War das ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt? War ich zu schnell? So viel zum Thema, es ohne Zwangsbremsung schaffen. Hier das Rathaus von Mülheim soll das, glaube ich, da darstellen. Und hier rechts müsste doch irgendwo die Ruhr sein. Haben die Ruhr nicht eingebaut? Tatsache nein. Ja, das hier links hat einen gewissen Wiedererkennungswert tatsächlich. Das könnte der RE1 sein.
So, ab hier dürfen wir 150. Ach so, nee, dürfen wir gar nicht mit der Lok. Also wieder Geschwindigkeit zurück. Auf 5 Kilometer. Rechts, das sind die Gleise, die nach Oberhausen führen. Die sind jetzt hier nur so angedeutet. Oder sind die vorhanden? Würde mich jetzt mal interessieren, ob das richtige Gleise sind, die verbaut sind. Tatsache, sogar mit Signalen. War das nicht für uns? Anscheinend nicht. Hier über die A40 durch mit dem Stellwerk, das steht ja auch in Realität. Und wir lassen einfach ausrollen. Drücken auf PZB wachsam. So, gucken, dass wir uns nicht vom 500-Hertz-Magneten abschießen lassen. Jawohl, da ist er. Okay. Nein. Okay, ja. Und jetzt? Auf Signalwechsel warten. Machen wir mal ein Foto. Was hier echt schlecht gemacht hast, ist, dass hier diese Stange gar nicht eingehängt ist. Hier auch, also das ist, ja, das geht auf jeden Fall besser. So, warum müssen wir hier warten? Was ist denn los? Ist da noch jemand in unseren Gleisen drin? Naja, der Bahnhof sieht auf jeden Fall ziemlich voll aus. Hier der Fernsehturm von Duisburg. Gucken wir uns mal am Hauptbahnhof um. Mal schauen, ob ich irgendwas davon erkenne. Oder, also ich kenne hier ein bisschen was. Also, in der Regel kommt man dann eigentlich müsste hier so in etwa der Ausgang sein vom Bahnhof.
Hier stehen auch gar keine Gebäude. Also hier diese Gebäude, die stehen dann in Realität nicht. Stattdessen ist hier ein Taxihalteplatz. Hier vorne steht ein, da wo dieser Parkplatz ist, steht ein Kino. Und hier vorne ist die Bushaltestelle Osteingang, Duisburg Hauptbahnhof Osteingang. Und auch auf der anderen Straßenseite, auch da ist natürlich die Bushaltestelle. Wir haben immer noch rot. Genau, da irgendwo in dieser Richtung ist dann irgendwo die Universität. Die kann man aber natürlich nicht sehen, die ist ein bisschen weiter weg. So, auf dieser Seite vom Bahnhof. Das sieht hier mal überhaupt nicht aus wie diesem Bahnhof. Ja, also nein. Hier fehlt ja komplett. Nicht mal angedeutet ist die. Ist der Ausgang. Witzig. So, was haben wir da? Ah, das wollte ich immer mal nachgucken. Hier vorne steht nämlich bei diesem Stellwerk, steht neben den Gleisen eigentlich immer ein Formsignal. Das müsste ungefähr hier so stehen. Aber schade, hier steht kein Formsignal. Praktisch noch ein Relikt aus alten Zeiten, dieses Formsignal. Das Signal ist immer noch rot. So, wenn wir uns mal weiter hier umgucken. Hier vorne ist dann das Betriebswerk von Abellio. Hier. Wir schauen uns weiter um. Das hier waren früher alles Gleise. Überall hier sind, da liegen immer noch Gleise. Die sind aber komplett mittlerweile zugewuchert und werden nach und nach, glaube ich, auch abgebaut. Hier war auch mal eine riesige Güterhalle. Die ist mittlerweile auch weg. Hier steht jetzt ein Zirkus. Was haben wir hier? 185 von Hector Rail wartet auf Einfahrt. Ja, wir auch. Wir auch. So, und dann sind im Grunde genommen... ja, das ist jetzt alles nur noch wirklich marginal angedeutet, wie das jetzt hier aussieht. Aber im Grunde genommen sind die Gleise, die in diese Richtung führen, führen dann in Richtung Krefeld bzw. Rheinhausen und so. Und hier sind eigentlich viel, viel mehr Gleise, die in diese Richtung gehen. Das ist dann Richtung Köln und Düsseldorf. Beziehungsweise erst Düsseldorf, dann natürlich Köln. Also hier geht es eigentlich noch ordentlich weiter. Und das hier ist, glaube ich, eine Autobahn. Hier fahren auf jeden Fall Autos. Ob es jetzt eine Autobahn ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber definitiv was für Autos. Signale stehen hier interessanterweise auch. Ja, erkunden wir mal ein bisschen die Map, die nicht mehr ganz so erkundungswürdig ist. So, was ist denn nun? Wir springen zurück in unseren Führerstand. Müssen wir noch auf Einfahrt warten? Ja gut, ich glaube, vielleicht ist unser Einfahrtsgleis szenario-technisch blockiert. Vielleicht ist da irgendwo ein Fehler mit drin im Szenario. Oder wir müssen noch viel, viel länger warten. Ich weiß es nicht. Deshalb verabschiede ich mich jetzt schon mal die letzten... Ja, die letzten paar hundert Meter, 1,4 Kilometer sparen wir uns dann jetzt einfach. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.